ist eine Zeit der Finsternis, des Blutvergießens und des Krieges. Die Götter sind grausam und wir sind ihre Puppen. Doch dies ist kein Spiel, sondern ein endloser Krieg um die alte Welt. Viele suchen den Pfad zum Sieg, doch nur einer kann alle anderen bezwingen. Aus den Düsterlanden kommen Orks und Goblins, eine Flut brutaler Grünhäute, die es aufzuhalten gilt. In Sylvania erheben sich wieder die Toten. Die Vampirfürsten marschieren. Die verloren geglaubten Königreiche der Zwerge erwachen unter ihrem Hochkönig. Und im Herzen der alten Welt steht das Imperium. Karl Franz muss sich des Kriegshammers würdig erweisen. Das Chaos lebt. Seine Verderbnis, seine unstete Korruption vernichtet alles in seinem Pfad. Nur die Stärksten werden überleben. Krieg steht bevor. Unendlicher Krieg. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Total War Warhammer. Und ja, Total War dürfte ziemlich vielen Leuten ein Begriff sein, Warhammer ebenso, jedoch denken sehr viele bei Warhammer spontan an den bekannteren Sci-Fi-Ableger Warhammer 40k. Mir ist allgemein aufgefallen, dass es da ein bisschen Verwirrung gibt. Deswegen mal ganz kurz erklärt, es gibt zwei unterschiedliche Warhammer-Universen. Einmal Warhammer Fantasy, wo jetzt auch das Total War drin spielt, und dann eben den Science-Fiction-Ableger Warhammer 40k. Es gibt durchaus Parallelen zwischen beiden Universen, aber trotzdem muss man da eine strikte Trennlinie zwischenziehen. Aber genauer gehe ich darauf später ein bisschen ein. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal die Kampagne, beziehungsweise eine neue Kampagne. Und wir haben 4 spielbare Fraktionen zur Auswahl. Gut, eigentlich 5 jetzt mit dem ersten DLC. Ich sag's einfach mal so, wir haben 4 spielbare Fraktionen ohne DLCs zur Auswahl. Ich glaube, das trifft's eher. Das Imperium, die Zwerge, die Grünhäute und die Vampirfürsten. Ich habe eine Weile überlegt und ich werde das Imperium spielen. Ich mag einfach das Imperium. Alleine schon, weil ich auch das reale Vorbild, das Heilige Römische Reich, sehr mag. Was das angeht, mit den realen Vorbildern, darauf komme ich später auch noch ein bisschen zu sprechen. Ja gut, wollen wir die Beschreibung lesen? Ja komm, lesen wir. 2,5 Jahrtausende lang bildete das Imperium ein Bollwerk gegen die heranziehenden Mächte der Zerstörung. Doch herrscht ständiger Aufruhr im Reich. An allen Seiten drängen wilde und verdorbene Feinde heran. Und doch überdauert das Imperium, denn es ist der unbändige Wille der Menschen, nicht nur zu leben, sondern zu gedeihen. Die Armeen des Imperiums bestehen aus großen Regimentern disziplinierter Truppen, angeführt von Kriegsgenerälen und unterstützt durch mächtige Kriegsmaschinen und den arkanen Willen von Kampfzauberern. Ein neuer Imperator wurde vor kurzem gekrönt, der sich jedoch noch nicht bewährt hat und von vielen Kurfürsten ungewollt ist. Und das in einer Zeit, da sich dunkle Wolken im Norden sammeln. So beginnt das Zeitalter des Karl Franz. Und er hat so viel zu tun. Das Imperium vereinen, die Grenzen sichern und der geschundenen Bevölkerung Wohlstand bescheren. Der zweischweifigen
Der zweischweifige Komet brennt einmal mehr am Himmel. Doch ist er ein gutes oder böses Omen? Okay, alles klar. Spielstil. Im Grunde, da kann ich was dazu sagen. Die Grünhäute und Vampirfürsten spielen sich im Grunde hier im Spiel sehr aggressiv. Während man bei Imperium und Zwerge doch mehr auf Diplomatie achten muss. Vor allem beim Imperium. Und ja, da das sehr, sehr interessant ist und eigentlich schon fast Total War untypisch, so viel auf Diplomatie zu setzen, finde ich sehr, sehr interessant, gerade mit dem Imperium anzufangen. Hirn aus und über die Gegner drüber können wir ja später in einem anderen Durchlauf noch machen. Aber gut, wir haben als Top-Einheiten ein Luminarium, so ein Magierwagen, um es mal so auszudrücken, dann die Demigreifenritter und Dampfpanzer. Ja, es ist so ein bisschen Steampunk mit drin. Okay, ich würde mal sagen, beginnen wir einfach. Ah, Siegvorgaben. Es gibt eine kurze Kampagne und eine lange. Was wir in den Siegvorgaben machen müssen, das können wir später immer nachlesen. Ich würde sagen, starten wir. Na gut, jetzt können wir noch einen Anführer auswählen. Wir haben die Auswahl zwischen Balthasar Geld und Imperator Karl Franz. Balthasar Geld ist ein sehr, sehr hoher Kampfmagier. Und ja, wenn man jetzt gerne auf Magie spielt, ist er die bessere Wahl für den Anfang. Man hat auch andere Stadttruppen. Schützenreiter, Bietenhandkämpfer und Mörser. Mit Imperator Karl Franz haben wir Hellebardiere, Musketenschützen und die Reichsgarde. Die eigentlich im Original Reichsgarde heißt, wie ich weiß. Und ich würde sagen, wir spielen mit Karl Franz. Bitte, es geht hier um Karl Franz, deswegen spielt man auch. Und wir machen auch das Tutorial. Ich finde, das gehört einfach dazu. Für mich gehört zu jedem Total War irgendwie das Tutorial dazu. Ich kann mich auch erinnern, wie unglaublich gerne ich das Tutorial in Rome gespielt habe. Schwierigkeitsstufe geht es von leicht, normal schwer, bis hin zu legendär. Und bei legendär dürfen wir nicht mal speichern. Das ist übel, also nicht manuell. Aber gut, ich würde sagen, wir machen schwer. Das ist ganz gut und ganz happig, muss ich sagen. Ich habe mich schon ein kleines bisschen eingespielt und schwer macht seinem Namen alle Ehre. Und ja, beginnen wir. Es gibt ja auch immer wieder mal so kleine Einblendungen. Die sind jetzt nicht mehr wirklich historisch, wie bei den ursprünglichen Total Wars, sondern aus der Warhammer-Lore gegriffen. Aber ja. Trotzdem interessant zu lesen, wenn man sich denn für interessiert. Na komm, dann lad schon. Die Ladezeiten sind im Spiel hin und wieder ein bisschen lang. Die Trommeln des Krieges verstummen nie. Denn die alte Welt schwebt in großer Gefahr. Ein starker Anführer muss das Imperium einen. Die größte Nation der Menschen. Götter kämpfen um das Schicksal der Welt. Und auch ich leiste meinen bescheidenen Beitrag. Im Dienste des jüngst gesalbten Imperators. Wir
eilen zum Stammsitz des Imperators. Denn der wahnsinnige Ragnik Spinnenklaue greift die Mauern Altdorfs an. Mein Schützling ist Karl Franz, wahrer Träger von Galmaras. Doch auch wenn er kämpft, um seinen Status als Imperator zu sichern, wird seine Herrschaft die Nation stärken oder in den Ruin führen? Men of Reichland, Greenskins assault our capital. Theirs is a vile race Sigmar swore to expel from our lands, yet they dare return! Join me, men, for I will not rest until every accursed goblin lies burning on a pyre! Die Armee der Goblins liegt vor uns, Imperator. Sie bereiten einen Angriff auf Altdorf vor. Seht selbst! Ja, unsere erste Schlacht werden wir gleich mal hineingeworfen, so eine Tutorial-Schlacht. Ich finde, das ist ganz gut, um mal so ein bisschen das Spiel, ja, so die Grundlagen ein bisschen einzuführen für die Leute, die es gar nicht kennen. Den Feind von allen Seiten an, Herr. Greift selbst in den Kampf ein. Okay, jetzt dürfen wir selbst mitmachen. Auf geht's. Und vor allem können wir in der Tutorial-Schlacht mal ein bisschen Augenmerk auf die Details richten. Hier haben wir beispielsweise helle Badiere. Ich finde es sehr, sehr schön, wie das Imperium so sehr auf Speer- und Stangenwaffen setzt. Wirklich nach realem Vorbild. Ich muss sagen, dass ich das Imperium in Warhammer Fantasy in vielerlei Hinsicht historischer finde, als viele Fraktionen in den historischen Total Wars. Abgesehen von dem Fantasy-Zeug natürlich. Und den Berater lassen wir anfangs mal drin. Mit der Zeit schalten wir ihn einfach ab, würde ich sagen. Aber anfangs, warum nicht? So, ihr beeilt euch mal ein bisschen. Und ihr merkt, ich habe Untertitel eingeschaltet. Genau deswegen, weil es gibt größtenteils keine deutsche Sprachausgabe. Und für die Leute, die jetzt weniger Englisch können, denke ich mal, ist das ein bisschen entgegenkommt. Lasst euren gerechten Zorn auf die Feinde niederschmettern. Es ist sowieso die Frage, ist er jetzt Imperator oder Kaiser? Im Prinzip ist es das Gleiche. Nach realem Vorbild vom Heiligen Römischen Reich würde man mal sagen, Kaiser auf jeden Fall. Aber oftmals wird er auch einfach Imperator genannt. Bei Warhammer 40k ist klar der Imperator. Bei Fantasy... Es ist so unsicher. Dann gucken wir uns das mal alles genauer an. Und Karl Franz... Es ist eben auch neu hier in Warhammer Total War. Helden, die richtig, richtig stark sind vor allem. Flanke und Rückseite, ich würde mal sagen, darum kümmert sich Karl Franz alleine. Zeig mal, wie du reinhämmern kannst. What? Das ist cool. Der schafft es schon, keine Sorge. What? Ich würde sagen, die Orks werden weggemoscht. Ready for war! Die Verteidiger Altdorfs schließen sich dem Kampf an. Seht, wie die Grünen heute fliehen, wenn sie umzingelt sind. Ja, umzingeln ist so ziemlich wichtig hier auch. Das heißt, wenn man mal gerade so Truppen hat an den Seiten, dann am besten einkreisen den Gegner. Das senkt die Moral stark. Weil Franz hämmert schön weiter. Mit seinem Kriegshammer Galmaras. Auf. Habt eure Streitkräfte stets gut unter Kontrolle, mein Herr. Effektive Kommandogewalt ist eine Fähigkeit. Jetzt haben wir alle Truppen. Kommt, würde mal sagen, einfach drauf. Jetzt sein Kriegshammer Galmaras, was es damit auf sich hat und was mit Sigmar auf sich hat. Alles zu seiner Zeit. Ich glaube, ich würde mal sagen, dass er gleich hauptsächlich in der Strategiekarte. Weniger in den Schlachten. Einfach drauf.
Hier können wir es uns noch leisten. Tutorial-Schlacht und so. Trolle. Selbst im Spiel werde ich von denen eingesucht. Ja, also Entfernung ist allgemein ist auch nicht schlecht, bei denen den Plänkler-Modus anzumachen. Feuer frei bitte rein und Plänkler. Schießt ihr? Mir ist aufgefallen, dass es hier wieder mal Warhammer-typisch, Total War-typisch Friendly Fire gibt, wenn eigene Leute in der Schusslinie stehen. Das ist nicht unbedingt sehr gut, so zu feuern. Legt euch mal außerhalb. Ich würde mal sagen, gucken wir uns mal kurz Altdorf an. Yay. Auch, ja, sehr cool gebaut, muss ich sagen. Ich mag den Baustil. Eure Anwesenheit kann das Schlachtenglück wenden, Herr. Ach, stimmt ja. Haben wir hier. Haltet die Linie. Angriffsresistenz. Auf die Werte gehen wir später auch noch genauer ein. Ich versuche so gut wie es geht von Grund auf zu erklären, das Spiel. Das ist auch der Grund, warum ich mich ein bisschen eingespielt habe, weil wenn ich das komplett blind mache, es ist ziemlich blöd, wenn Leute das Spiel nicht kennen und ich da auch komplett blauäugig reingehe. Ich finde Total War ist dann doch ein Spiel, wo man schon ein bisschen was wissen müsste. Zumindest wenn man es präsentiert. Feind kommt mit berittenen Truppen. Upsa. Bitte weitermachen. Danke. Ich habe eigentlich Shift gedrückt nur. So. Die dürften mir jetzt dann gleich in die Flanke fallen. Wo sind meine Musketiere? Da. Gebt euch mal Position, bitte. Heute rein. Gut, das Lustige ist, es ist ja tatsächlich so, dass in Warhammer Fantasy tatsächlich viele Waffen sehr historisch akkurat gehalten sind sogar. Historisch korrekt. Bis auf die Warhammer. Gut, ist halt der Name. Die sind halt ziemlich protzig und groß und normalerweise könnte kein normaler Mensch die schwingen. Andererseits, die Leute, die hier diese fetten Kriegshämmer schwingen, sind auch nicht wirklich als normale Menschen zu betiteln. Ja super, jetzt wurden mir hier meine Fernkämpfe abgeschnitten. Doofe Spinnen. Aber die verkrümeln sich bitte. Das ist halt das Schöne beim Plänkler-Modus, da bleiben sie automatisch auf Distanz. Ihr seid Speerkämpfer. Ja komm, dann geht mal hier auf die Berittenen. Ihr ebenso. Hellebardiere sind hier noch. Und Karl Franz ist auch noch schön am Rumknüppeln. Mach mal feine Sägerei. Das ist ein Eigenbuff. Kriegen einfach mehr Boni. So, hier schaut die Schlacht auch gut aus, oder? Oh ja, läuft. So. Was soll das heißen? Ihr seid Sigmas Arsch. Leute. So, wir haben eigentlich so gut wie gewinnt. Korrekt. Hier wird der Gegner noch ein bisschen. Wollen wir noch eingreifen? Hier sind wir eigentlich durch. Und ohne Kavallerie den Gegner zu verfolgen, da denke ich nicht mal dran. Aber ihr könnt mal ein bisschen draufballern. Goblin-Bogenschützen. Der General wurde von seinem Reittier gezerrt und durchbohrt, mein Herr. Nun wird seine Armee den Kampfeswillen. Aber ja, das kann ich jetzt nochmal kurz ansprechen. Wie gesagt, die Warhammer-Welt, es gibt viele Leute, die sagen so, boah, Warhammer Fantasy ist eigentlich hauptsächlich nur von Herr der Ringe abgeguckt. Ich muss sagen, es gibt unglaublich wenige Gemeinsamkeiten zwischen Warhammer Fantasy und Herr der Ringe. Es ist tatsächlich viel eher so, dass sich Warhammer an vielen Stellen ans reale Europa
im Spätmittelalter orientiert. Das Imperium ist sehr, sehr stark dem Heiligen Römischen Reich nachempfunden. Dann gibt es beispielsweise noch die Bretonen, die sehr an Frankreich erinnern. Und ja, das Chaos, die Chaoskrieger sind so quasi wie die nordischen Völker. Aber gut. Und an sich, die gesamte alte Welt ist auch Europa nachempfunden ziemlich. Deswegen, da ist für mich auch der Reiz drin in Warhammer Fantasy. Es ist so ein Mix aus tatsächlich Mittelalter, Spätmittelalter und Fantasy. Na gut, weiter. Und ja, Spätmittelalter, deswegen Schießpulver und so. Musketiere, Kanonen. Gut, Dampfpanzer sind jetzt nicht wirklich so, aber ja, das ist halt wieder Magie und Steampunk-Elemente drin. Es ist besser, seinem Leben selbst ein Ende zu bereiten, als den Kurgan in die Hände zu fallen. Ein imperialer Pikenier. Wer die Kurgan sind, weiß ich gerade spontan nicht. Ich bin leider nicht so sehr in Warhammer Fantasy bewandert, nicht so sehr wie in Warhammer 40k, aber ich weiß ein bisschen was. So Grundwissen halt. Das teile ich gerne mit euch. Es gibt bestimmt sehr, sehr viele, die von Warhammer Fantasy bis heute wahrscheinlich noch nicht mal großartig was gehört haben. Die Grünhäute fliehen in ihre Höhlen, Imperator. Ihre Gefallenen und Sterbenden liegen auf den Feldern. Altdorf ist vorerst sicher. Yay. Lass mal die Einleitung durchgehen. Die Hauptstadt ist sicher. Doch ihr seid von vielen Feinden umgeben. Betrachtet selbst die Karte, Eure Eminenz. Ach, wunderschöne Karte. Die Lande im Norden des Reichlands werden von Mittenheim kontrolliert, mein Imperator. Kurfürst Boris Wüterich, Graf von Mittenheim, war ein rivalisierender Thronanwärter und ist erbittert über eure Krönung. Dieser Pöse, was haben wir denn da? Eilhard. Philippa Eilhard? nein, hier ist kein Witcher drin. Marienburg. Die wohlhabende Stadt Marienburg liegt im Westen. Vor mehr als 70 Jahren spaltete sie sich durch dubiose, schändliche Abmachungen ab. Diese Stadt wäre sicherlich ein glänzender Preis für eure Herrschaft. Im Hinterkopf behalten, Marienburg. Und dann noch hier, Grünburg. Feinde, die eure Ernennung zum Imperator verleugnen, planen im Süden eine abtrünnige Provinz zu bilden. Sie werden euch den Krieg erklären und gegen Altdorf marschieren, sobald sie stark genug sind. Ja, wie ihr seht, starten wir hier nicht in dem wirklich blühenden Imperium, sondern wir haben hier nur unsere Hauptstadt, Altdorf, und müssen tatsächlich gucken, dass wir das Imperium wieder vereinen. Denn es gibt hier die einfach Abtrünnigen unglaublich... Die dürfen eure Herrschaft nicht anzweifeln und eigene Armeen aufstellen. Jetzt ist die Zeit, gegen sie aufzumarschieren. Eure Eminenz. Jupp. Obwohl, einfach mal gewaltsam alles wieder zu vereinen ist. Nee. Wählt die Armee von Karl Franz. Ansonsten können wir noch gar nichts machen. Tutorial und so. What? Aber hier beginnt normalerweise auch schon die normale Kampagne. Das eigentliche Tutorial ist hinter uns. Gut, dann laufen wir da runter. Moving off. Gut. Derart entschlossenes Handeln wird die Feinde von euren Absichten überzeugen. Nun müssen sie kämpfen oder kapitulieren. Scheint so. Mehr Männer werden für eure Sache zu den Waffen greifen, mein Imperator. Rekrutiert sie, damit sie für die bevorstehenden Schlachten bereitstehen. Okay, alles klar. Einheiten rekrutieren. Wir können jetzt erstmal nur... Also es gibt lokale und globale Rekrutierung. Im Grunde, global kommt dann später noch dazu, ist jetzt nichts so Besonderes. An sich ist hier der Unterschied zu anderen Total Wars für Leute, die andere Total Wars gespielt haben. Wir bilden jetzt nicht mehr direkt in den Städten Truppen aus, sondern von unseren Anführern aus. Und solange wir in unserem eigenen Territorium sind, verstärken sich Truppen automatisch und wir können auch rekrutieren. Und ich würde mal sagen, wir haben schon zweimal Speerträger. Ich nehme mal Schwertkämpfer dazu ein paar mehr. Eine rundum gute Auswahl. Bedenkt, dass eure Armee stationär bleiben muss, um neue Rekruten auszubilden.
Obwohl, kann ich nochmal? Ne, ich kann nicht zurückgehen. Bäh. Im Grunde sieht man hier auch die Unterschiede. Angriffsbogen. Ich gehe mal ganz kurz die Werte durch. Rüstung ist klar, wie viel Schaden sie einstecken können durch Nahkampf- und Fernkampfangriffe. Führerschaft ist quasi die Moral, wie lange sie stehen bleiben können, ohne zu fliehen im Kampf. Geschwindigkeit erklärt sich selbst. Nahkampfangriff bedeutet tatsächlich die Trefferchance. Das steht dann genauer da, wenn man so... Was blöd ist, ist, wenn ich jetzt mit Rechtsklick drauf gehe, wie man es von Total War gewöhnt ist, dann geht hier keine Übersicht auf, sondern wir werden hier mit so einem Guide, mit einer Guide-Website verlinkt. Deswegen, ich muss mir auch ein bisschen abgewöhnen, da immer Rechtsklick drauf zu machen. Aber nochmal zu den Werten zurück. Nahkampfangriff ist die Trefferchance quasi, also wie gut derjenige mit der Waffe umgehen kann, wie gut er trifft. Nahkampfabwehr ist die Verteidigungsfähigkeit, wie gut er jetzt Angriffe parieren oder ausweichen kann. Waffenstärke ist tatsächlich der Waffenschaden, der dann dabei durchkommt. Und Angriffsbonus besagt, wie viel Schaden so ein Sturmangriff macht, wenn man auf den Gegner zurennt im Sturmangriff. Da merkt man, sind die Schwertkämpfer besser im Anstürmen, während die Speerträger... war das nicht auch irgendwo? Ja, Nahkampfabwehr. Es war irgendwo, glaube ich, auch fest. Ich glaube, das war auch Nahkampfabwehr unter anderem, wie gut man sich verteidigt gegen selbst anstürmende, gegen feindlich anstürmende Feinde. Auf jeden Fall muss man sagen, Speerträger sind allgemein besser gegen Feinde, die auf einen zurennen, während Schwertkämpfer besser darin sind, auf Gegner drauf zu rennen. Und ich glaube, ich spiele am Anfang ein bisschen offensiver. Derzeit haben wir noch nicht die Möglichkeiten, uns jetzt defensiv zu verschanzen, dass wir das unbedingt brauchen. Und ebenfalls, Speerträger und Hellebardiere sind effektiver gegen Kavallerie und gegen große Feinde. Also sowas wie riesig große, zum Beispiel wie gegen diese Trolle oder solche Riesen oder Riesenspinnen. Es gibt da später noch einiges an Auswahl, was die Gegner machen können. Und ja, genug erstmal geplappert, machen wir weiter. Ja. Da eure Hauptstadt nicht mehr bedroht wird, solltet ihr daran gehen, sie auf Vordermann zu bringen. Altdorf muss reich werden, damit das Imperium blüht, mein Imperator. Ja, das Städtebausystem. Ich war da anfangs ein kleines bisschen verwirrt. Es ist um einiges einfacher, als es ausschaut. Ich habe halt hauptsächlich Rome 1 und Medieval 2 gespielt. Und dementsprechend ist es ein bisschen eine Umgewöhnung. Ich kann den Gebäudebrowser noch gar nicht aufmachen. Aber gut. An sich können wir in unserer Hauptstadt Altdorf nur 6 Gebäude haben. Das eine ist unsere Stadt an sich, die wir aufwerten können. Und dann eben noch 5 separat auswählbare Gebäude. Gut, er möchte wahrscheinlich, dass wir jetzt das Ausbildungsfeld machen, oder? Eminenz, ich schlage eine Verbesserung eurer Ausbildungseinrichtungen vor, damit ihr euren Feinden taktisch und technisch überlegen seid. Ich erkläre es euch später mal im Gebäudebrowser ein bisschen genauer. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Okay. Machen wir unser Ausbildungsfeld zum Versammlungsfeld. Dann dürfen wir nämlich auch Speerträger mit Schilden machen, Armbrustschützen und Hellebardiere. Hervorragend. Die imperialen Technikusse werden umgehend mit dem Bau beginnen. Ist Technikusse wirklich richtig? Das hört sich irgendwie so an wie Sukkubusse. Bei Sigmas Willen. Es gibt nichts weiter zu tun. Warten wir ab, wie der Feind kontert. Alles klar. Das Tutorial dürfte bald vorbei sein. Die Abtrünnigen entsenden eine Streitkraft, um euren Vorstoß aufzuhalten. Stellt euch im Kampf und zeigt ihnen, auf welche Weise ihr diese Lande unter eure Kontrolle bringen werdet. Okay, dann zeigen wir sie ihnen mal. The Empire. Men, war calls. Gegen Helmut Luden... Ich wollte gerade Ludendorff sagen. Ludenhof. Ludendorff war jemand anderes. Ja, wir können das Ding natürlich wieder automatisch machen lassen, aber wir machen diese Schlacht manuell. Armbrustschützen haben eine größere Reichweite als die Musketenschützen, machen dafür aber weniger Schaden. Aber ich bin ein Fan von Reichweite, deswegen sind Armbrustschützen nicht verkehrt. Oh, unser erstes Gefecht. Ja gut. Ich würde mal sagen, Fernkämpfer in die vorderste Reihe. Plänklermodus rein. Dann unsere Schwertkämpfer.
Was sind dahinter? An den Seiten die Speerkämpfer. Kavallerie, Hellebardiere. Und Karl Franz kommt auch mit vor. Das ist halt das Besondere. Jetzt hier ab Total Warhammer. Und ich mag das auch wirklich sehr. Hier sind die Helden nicht einfach nur so schmückendes Beiwerk, beziehungsweise so die Generäle, die man hinter der Schlacht lässt und gut geschützt. Nein, im Idealfall kämpfen die Helden, na gut, je nachdem, wie man sie geskillt hat. Aber im Idealfall kämpfen die Helden an vorderster Front mit und knüppeln die Gegner ordentlich. Fähigkeiten und Skills von den Helden gehen wir später noch durch. Kommt noch. Mal gucken, kommt der Gegner zu mir? Er kommt anscheinend. Er hat nur einmal Armbrustschützen. Das heißt, wir sind ihn im Fernkampf überlegen. Das heißt, warum sollte ich hier großartig... unnötig aggressiv werden. Wir gehen mal ein bisschen näher entgegen und plänkeln ein wenig. Allgemein können wir mal ein bisschen vorrücken. Oh, Moment mal. Ich hoffe, die bleiben in dieser Formation, weil oftmals ist es so, dass die dann ein bisschen zerstreut waren. Ah, da vorne bleiben sie stehen. Hier sehen wir jetzt übrigens genau die Reichweite, und zwar auch von Gegnerschützen. Da der Gegner Armbrustschützen hat, ist es natürlich ein bisschen doofe Sache. Das heißt, er trifft mich genauso schnell wie ich ihn. Allgemein ein bisschen näher ran, weil weiter als hier läuft er, glaube ich, nicht. Ab hier dürfen wir feuern. Wisst ihr was? Ihr geht mal direkt auf Angriffskurs. Seid näher dran. So, auf geht's. Und jetzt kommt der Gegner auf uns zu, jetzt wo er merkt, ich glaube, dann schießen wir lieber hier drauf. Anführer haben ziemlich viel Resistenz gegen Fernkampfangriffe, wie ich so mitgekriegt habe. Da schieße ich lieber auf Truppen. So. Plänkelmodus ist sehr praktisch, da brauchen wir nicht drauf zu gucken, die jetzt eigenhändig zurückzuziehen. Die werden schon früh genug merken, wenn es eng wird. Und sich verkrümeln. Es hat gerade erst angefangen. Der Sieg ist nah. Alles klar. Genau, zurückziehen. So, ihr reitet einfach mal weiter. Lasst euch mal nicht ablenken von den Typen hier. Und ihr geht mal hinter. So. Mit der beste Freund des Total War-Spielers, altbekannt. Pause! Okay, ich würde mal sagen, unsere Schwertkämpfer sind ja gut im Sturmangriff. Die gehen mal gleich entgegen. So, die drei habe ich befehlt. Dann geht ihr mal außen rum, so gut es geht. Ihr ebenso. Euch brauche ich jetzt im Prinzip nicht mehr. Karl Franz, du musst auch mitmachen. Du haust ja ordentlich rein. Im Übrigen haben wir jetzt nicht mehr die aktiven Fähigkeiten, die wir vorher hatten in der Tutorial-Schlacht. Die müssen wir uns erst erspielen, quasi. Oh, hi. Stimmt, euch gab's ja auch noch. Ja, jetzt hier einfach reinzuballern ist jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit. Es sei denn natürlich... Ja, wir haben die Gegner schon an zu vielen Stellen umkreist. Und rein da. Versucht's mal von... Ist jetzt doof, da reinzuschießen. Und hier auch hinten rein. Ist hier... Ah, hier ist der feindliche Anführer. Um den kann sich Karl Franz kümmern, oder? Ach nee, das war nur ein Trupp. Wo ist der Anführer? Wo ist denn der hin? Ah, es ist eigentlich sehr wichtig, sich so schnell es geht auf den Anführer noch zu fokussieren. Da ist er. Darf ich doch nicht aus den Augen verlieren. What? Haben wir hier ein schönes kleines Duell. Na gut, wenn wir nicht von unseren Truppen wieder zurückgedrückt werden würden.
Arm. Ich glaube, von hier aus dürften die jetzt ein bisschen Schaden anrichten können. Zumindest die Musketiere können mal da reinschießen von hinten. Ja, das wirkt. Da will sich verkrümeln. Unsere liebe Reichsgarde. Beziehungsweise Reichsgarde. Es ist halt die Garde von Reichland quasi. Deswegen heißt sie im englischen Original, wie ich weiß, Reichsgarde. Das Reichland, was das sehen wir dann gleich. Aber Karl Franz hat als vollen Namen Karl Franz von Reichland. Das ist eine ganze Provinz quasi. Zu der eben auch Altdorf gehört. Das, wie das mit den Provinzen funktioniert, das sehen wir dann später noch. Eins nach dem anderen. Die ersten Folgen sind tatsächlich so da, um euch mal ein bisschen überall so die Grundlagen zu zeigen. Es tut mir natürlich leid für die Leute, die sich schon auskennen. Für die wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen langatmig sein, aber es wird sich schon einpendeln. Nach den ersten paar Folgen, nach den ersten 3 bis 4 Folgen, würde ich sagen, sind wir mit den ganzen Grundprinzipien durch. Wir können uns voll auf Spielen konzentrieren und vielleicht ein bisschen auf die Lore. Wo ist meine Reizgarde? Da kommen sie. Kriege ich den Helden noch tot? Das dürfte hinhauen. Jetzt den Gegner ewig weit zu verfolgen, bringt hier nichts. Versuch den noch kaputt zu machen, bitte. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber nein, er ist noch nicht tot. Er ist nur gestolpert quasi. Die Helden haben halt sehr viele Lebenspunkte. Da muss man ordentlich draufholzen. Bis die mal niedergehen. Aber wisst ihr was? Wenn er jetzt schon mal gerade so bedrängt wird, kann ich noch meine Schwertkämpfer mit dazu bringen. Dass er bloß nicht wegkommt. Und Karl Franz auf jeden Fall. Machen wir das mal ein bisschen schneller. Komm schon, stell dich nicht so an, stirb einfach. So viele Millionen Menschen sind schon vor dir gestorben. Es ist nichts Besonderes, glaub mir. Es piekst nur ein bisschen, das ist alles. Ah, jetzt haben wir ihn aber gleich. Der Herr Ludendorff. Na komm, ihr könnt jetzt mal ein bisschen rennen. Jawohl, er ist auch tot. Schön, jetzt können wir beenden. Jetzt ist schon beendet, alles klar. Auch in Ordnung. Ich würde sagen, Verluste ist akzeptabel. Okay, jetzt haben wir die Wahl. Was wir mit den Kriegsgefangenen machen. Und gleich erster Stufenaufstieg. Ich würde sagen, da haben wir noch ein bisschen was zu erklären. Okay, wir können jetzt die Kriegsgefangenen begnadigen. Dadurch, ja, bekommen wir ein bisschen Geld, quasi Lösegeld, für das, was der Feind zahlt, sie zurückzukaufen, die Truppen. Wir regenerieren aber langsame Verluste. Es wird hier damit erklärt, dass sich diese Kriegsgefangenen eben nicht unseren Reihen anschließen wollen, aber warum wir dann trotzdem langsamer Truppen rekrutieren als überhaupt sonst, frag mich nicht. Auf jeden Fall ist das für Geld gut, wenn wir schnell Geld haben wollen. Wir können die Gefangenen hinrichten. Das bringt uns hier einen kleinen Moralbonus für die Truppen für eine Weile, für 5 Runden. Und beeindruckt die Feinde unserer Feinde, wie es hier auch steht. Also wenn jetzt noch eine Fraktion mit denen im Krieg ist, dann sind die davon beeindruckt, dass wir solche Härte zeigen gegen die, aber Verbündete und diese Fraktion, die mögen das überhaupt nicht. Und wir können auch die Gefangenen versklaven dadurch, also in unsere Armee eingliedern quasi, dadurch regenerieren sich viele von unseren Truppen spontan gleich mal. Also insgesamt um 10%. Ich würde sagen, am Anfang ist Geld wichtig. Begnadigen bitte. Let's go! Okay, Mission erfolgreich. Jawohl. Okay, und wir bekommen jetzt auch nochmal 1000 Schatzkammer dazu. Und haben einen Anhänger erhalten für unseren werten Imperator Karl Franz.
Einheitenerfahrung plus 1 für Infanterierekruten. Durch den Milizionär. Och. Tja, ich würde sagen, der Helmut wurde entkohlt. Zügiges Handeln ist von größter Wichtigkeit, wenn ihr die Herrschaft über das Imperium sucht. Das Volk muss lernen, dass offener Widerspruch nicht geduldet wird. Erobert Grünburg und erstickt jeden Widerstand dort. Würde ich sagen, machen wir das jetzt noch, oder? Da ist ja eh kein Widerstand drin. Ja, das ist jetzt tatsächlich meine Schlacht, die ich automatisch schlag. Keine Sorge, ihr verpasst keinen Siedlungskampf. So, bei so einem kleinen Dorf gibt's keine Stadt oder eine Mauer oder so. Das ist jetzt einfach wieder ein ganz normales offenes Gefecht, wie wir es eben geführt haben. Und da wir auch dermaßen überlegen sind, komm, das lass mal auswürfeln. Das machen wir nicht allzu oft. Vielleicht nur bei Schlachten, die eindeutig langweilig sind. Einfach so im Sinne von ein bisschen zu überlegen. Und es ging ziemlich gut aus. Es ist besser, als ich es wahrscheinlich so... Guckt euch das mal an. Gegner hat 460 verloren, wir 45. Ich glaube, so gut hätte ich das manuell nie schlagen können. Zumindest nicht mit den hier gegebenen Mitteln. Nö, jetzt können wir die Siedlung entweder besetzen. Beim Besetzen kriegen... Ja, nehmen wir einfach ganz normal die Siedlung ein, ohne weitere Folgen. Unsere Einheiten werden gleich ein bisschen verstärkt. Aber wir kriegen ein kleines bisschen Strafe und ein bisschen weniger Stabilität. Aber immer noch viel besser, als jetzt hier zu plündern und zu besetzen. Da kriegen wir zwar Gold, aber das wirkt sich viel schlechter auf uns aus. Ausrauben. Beim Ausrauben kriegen wir die Siedlung nicht, sondern plündern sie quasi nur. Bringt uns halt schnell Gold. Aber nur, wenn man jetzt die Siedlung nicht haben will. Und komplett niederreißen. Man kann die auch komplett hier von der Karte fegen. Glaube ich. Ich habe es noch nie gemacht. Alle Gebäude werden zerstört und die Siedlung angezündet. Yay. Wir besetzen. Die rebellische Stadt Grünburg hat nahezu keine Verteidigung. Ja, haben wir geschafft. Und wir haben jetzt noch einen Grubenkämpfer dazu bekommen für unseren Imperator. Nahkampfangriff plus 7. Sehr schön. Euer blühendes Reich wächst weiter, Eminenz. Und doch verbleibt noch viel Böses in dieser Welt. Das Imperium ist weiter gespalten. Und plündernde Grünhäute bedrohen euer Land noch immer. Es kursieren Gerüchte über eine dunkle Macht, die weit im Osten den Makel des Untodes verbreitet. Ihr müsst wachsam bleiben. Ja... Die Vampire drohen im Osten. Allgemein können wir mal... Quellen zufolge unterstützt Mittenheim die Abtrünnigen, um das Imperium zu destabilisieren, stört ihre Verstärkung und zeigt wüterig, dass ihr der alleinige Herrscher Reiklands seid. Mittenheim also. Okay, hier haben wir eine Questschlacht. Es gibt ja tatsächlich hin und wieder so... Ja, es ist wie, wenn man Total War kennt, wie diese Vor... Diese historischen Schlachten, wie diese voreingestellten Schlachten, die man schlagen kann. Bloß, dass die eben hier in der Kampagne noch dazu sind. Und dafür bekommen wir dann eben auch Belohnungen. Wie hier die behende Klinge als Waffe. Und wir bekommen noch einen Kampfzauberer dazu. Also solche vorgefertigten Schlachten zu schlagen, kann sich durchaus lohnen. Es sind halt auch tatsächlich Story-Schlachten, so gesehen. Das können wir also mal im Auge behalten, aber es drängt nicht so unglaublich. Okay, was ich euch eben noch zeigen will hier in dieser ersten Folge, ist das Diplomatiesystem. Davon war ich sehr beeindruckt. Mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Herr. Überdenkt eure Situation genau, ehe ihr einem Abkommen zustimmt. Also hier sieht man erstmal schon glatt den Wald vor lauter Bäumen nicht quasi. Ist erstmal, man braucht ein bisschen Eingewöhnung. Aber wenn man es dann erstmal so ein bisschen verinnerlicht hat und einen Überblick hat, dann ist das verdammt cool. Und ich muss sagen, das ist meiner Meinung nach, also ich habe jetzt einige Total Wars gespielt, nicht ganz alle, aber viele. Und ich finde, das ist bis jetzt das beste Diplomatiesystem. Schon alleine, weil die KI hier tatsächlich, nach allem, was ich bis jetzt sagen kann, relativ logisch handelt und nachvollziehbar und einem nicht einfach mal, obwohl wir eigentlich dicke Freunde sind, einem voll in den Rücken fällt mit einer Riesenarmee und einfach mal den Krieg erklärt. Wie es die Warhammer, wie es die Total War KI eigentlich sehr gerne macht. Im Grunde sieht man hier erstmal, wie gespalten das Imperium eigentlich ist. Wir haben hier hinten die Abtrünnigen, die normalen, dann haben wir hier Marienburg,
Wir haben Wiesenland, wir haben Averland, wir haben Stirland, Talabekland, Ostland, Mittenland, Nordland. Jede Menge Menschen, die eigentlich zum Imperium gehören, aber so ziemlich unabhängig sind. Und sich jetzt mit denen allen zu verkrachen, also schon mit einem einzelnen Krieg zu führen, ist ziemlich auszehrend. Vor allem, weil nebenbei noch die Orks vorbei stampfen können und einem einfach mal Hallo sagen mit einer Riesenarmee. Von daher müssen wir tatsächlich sehr darauf achten, gute diplomatische Beziehungen, vor allem zu diesen ganzen Reichen hier zu führen. Und auch zu den Zwergen im Idealfall. Weil sich mit allen anzulegen, das klappt einfach nicht. Da kassieren wir zu stark aufs Maul. Und ja, wir könnten natürlich jetzt auch einfach mal hier ein diplomatisches Gespräch anfangen. Zum Beispiel mit Wiesenland, und dann können wir hier zum Beispiel sagen, Handelsabkommen bitte. Wir haben sogar hier eine Erfolgswahrscheinlichkeit. Wir könnten noch was hinzufügen, aber wir belassen das erstmal dabei. Versuchen wir mal ein paar Handelsabkommen zu schließen, das ist nie verkehrt. Jawohl! Schön. Wenn wir schon so schön dabei sind, versuchen wir es auch mal mit Stirland da drüben, gleich im Osten. Ebenfalls ein Handelsabkommen, bitte. Nicht brechen. Ah, können wir gar keines. Ja, Handel ist hier begrenzt, je nachdem, wie viele besondere Güter man hat. Darauf kommen wir später noch. Erstmal gucken wir uns jetzt noch unseren Imperator Karl Franz an, der ja aufgelevelt ist. What? Und zwar hier bei den Charakterdetails. Hier haben wir seine Ausrüstung. Da können wir derzeit nichts auswählen, wir haben ja nichts Besonderes. Auch kein Reittier, wir können ihm auch Reittiere geben, das ist auch sehr schön. Und ja, Fähigkeiten. Hier haben wir einen Talentbaum quasi. Oder Baum weniger. Talentlinien verschiedene. Es gibt im Grunde drei verschiedene. Also hier oben haben wir besondere Fähigkeiten und Reittiere. Ich glaube, wir können ihm ziemlich schnell einen Schlachtross geben. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Und hier haben wir drei verschiedene Wege, die wir gehen können. Einmal ist das hier der Weg für direkten Kampf. Hier machen wir ihn direkt stärker im Kampf. Mehr Schaden, mehr Leben, mehr Rüstung. An sich noch besondere Fähigkeiten, die ihn buffen. Hier wird er quasi zu einer richtigen Vernichtungsmaschine. Das hier ist quasi Führerschaft. Hiermit, das konzentriert sich darauf, dass unsere Truppen besser werden in unserem Umkreis. Und das hier unten ist für die Kampagnenkarte. Marschiere. Wir können uns weiter bewegen, wir haben irgendwelche anderen Boni auf der Kampagnenkarte. An sich muss ich sagen, es ist nicht so, also es ist ganz grundsätzlich so, dass man alle Helden hier im Spiel auf diese Weise spezialisieren kann. Das heißt, man kann sich auch spezielle Helden machen, die sich rein auf Kartenboni spezialisieren und dann wieder reine Kämpferhelden oder reine Helden, die jetzt wie klassische Total War Generäle nur zum Truppenunterstützen da sind. Ich muss sagen, ich mache Karl Franz wahrscheinlich so eine Kombination aus gutem Kämpfen und ein bisschen zusätzlich unterstützen. Aber hauptsächlich auf Kampf, weil der Typ haut halt ordentlich rein. Aber als erstes würde ich sagen, geben wir ihm tatsächlich ein Schlachtross. Dadurch, das sehen wir auch direkt bei den Werten hier, verbessert sich sein... Ja, ich vergesse immer wieder, dass wir das nicht zurücknehmen können. Wir haben das zweimal machen können, Stufe 1 und Stufe 2. Stufe 1 haben wir einen Schlachtross bekommen, auf Stufe 2 hat das Schlachtross eben noch einen Rossharnisch bekommen, was nochmal unsere Rüstung erhöht hat. Auf jeden Fall sind wir jetzt um einiges schneller damit. Das sieht man jetzt hier links bei der Geschwindigkeit, die geht da gut nach oben dadurch. Ja, haben wir gleich mal einen Schlachtross mit Rossharnisch. Das soll an sich nicht so verkehrt sein, finde ich. Belassen wir es dabei. Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug gesehen. Es ist jetzt ein bisschen längere erste Folge gewesen, aber ich wollte so das grundsätzlich mal eben reinverpackt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns genau an dieser Stelle bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.